Moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der ersten Runde im DFB-Pokal. Am Sonntag 18.30 Uhr geht's für unseren HSV an der Hamburger Straße zur Sache bei Eintracht Braunschweig. Heute ist bei mir unser Cheftrainer Tim Walter. Moin. Moin. Tim. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Und Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt macht den Anfang. Ja, hallo, wie immer, schöne Grüße wieder aus dem alten Land. Hallo, Herr Walder. Moin. Herr Walder, gibt es in Bezug auf die zweite Halbzeit am Sonntag Konsequenzen für das Pokalspiel am Sonntag? Also ich meine jetzt in Bezug auf taktischer und in personeller Hinsicht. Weswegen, wenn ich Sie fragen darf? Naja, also die erste Halbzeit war ja toll. Die zweite Halbzeit war nicht so, vermutlich auch, wie Sie sich das erwartet haben. Und das ist ja schon die Frage, werden daraus Konsequenzen gezogen oder haben Sie schon während der Woche jetzt im Training Konsequenzen gezogen? Ja, also wie Sie es schon ansprachen, klar war es für die Zuschauer von der ersten Halbzeit toll. Wenn wir in der zweiten Halbzeit das Tor nicht bekommen, wäre die zweite Halbzeit auch toll gewesen. Deswegen sehe ich das ein bisschen differenziert. Ich glaube, dass wir genauso intensiv waren wie in der ersten Halbzeit. Wir haben nur die Konter nicht so gut ausgespielt, sind dann mehr in Umschaltbewegungen gekommen. Darum war das eben so. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Jungs und ich bin auch im Training sehr zufrieden mit den Burschen. Ob wir dann was ändern werden oder ob wir nichts ändern werden, das werden wir dann morgen sehen. Luca Prinz von Radio Energy. Herr Walter, moin. Ich komme wieder mit meiner Fanfrage um die Ecke. Jo. Und zwar, ist die Anspannung vor einem Pokalspiel höher oder ist mehr Druck da als vor einem Ligaspiel? Nein. Ganz cool. Einfach mit Nein beantwortet, weil ich jedes Spiel gewinnen will und jedes Spiel für mich intensiv ist und für meine Mannschaft auch. Darum, wir wollen immer gewinnen und deswegen ist die Anspannung überall und immer gleich. Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung mit der nächsten Frage. Ja, hallo Herr Walter. Moin. Ein Pokalspiel könnte ja auch eine Möglichkeit sein, ein paar Spieler aufs Feld zu schicken, die aufgrund etwaiger Wehwehchen vielleicht ein bisschen hinten dran waren, zuletzt, so wie Sonny Kittel. Gedenken Sie das verstärkt zu tun am Sonntag? Grundsätzlich nein, weil, wie gesagt, das Spiel ist wichtig, aber ich denke ja jede Woche über den Kader und über die Mannschaft nach und lasse die Trainingseindrücke auf mich wirken und dann wäre es dann letztendlich auch verdienter zu spielen, der spielt dann am Wochenende. Also ist egal, ob das jetzt Pokalmatch ist oder Liga-Alltag, für uns ist alles gleich wichtig. Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Walter. Moin. Können Sie einen Update über Jonas Meffert geben? Er hat ja vorhin ein bisschen mittrainiert, hat nicht alles mitgemacht. Es sah jetzt von außen so aus, als würde es eher nicht reichen für Braunschweig. Ja, Meffert ist immer noch so ein bisschen traumatisiert. Also Schleudertrauma eher. Und er tut sich schon noch schwer, gerade bei schnellen Bewegungen. Also war jetzt schon ein Hieb, den er abgekriegt hat, der nicht so einfach wegzustecken war. Deswegen werden wir definitiv am Wochenende eher eine Pause für ihn einlegen. Roland Kahl von HE Sports mit der nächsten Frage, bitte. Ja, moin moin von der Ostsee. Moin. Erstmal viel Erfolg für Sonntag. Vielen Und, Dank. Ich habe eine Frage zum Gegner. Braunschweig ist abgestiegen aus der zweiten Liga, ist jetzt nicht so gut gestartet. Ist das eher eine Gefahr für den HSV, der ja auch ganz gerne mal Mitleid mit solchen Mannschaften und Clubs hat? Also grundsätzlich, ja, das ist richtig. Die sind abgestiegen, haben einen Umbruch, haben viele, viele neue Spieler, haben einen neuen Trainer, mit dem ich übrigens Fußballlehrer gemacht habe. Von da kennen wir uns auch. Trotzdem denke ich, dass Braunschweig ein großer Name ist. Ja, und deswegen nehmen wir das genauso ernst wie jedes Spiel auch, weil für uns ist jedes Spiel ein Stück weit dazu da, dann auch besser zu werden, zu lernen und trotzdem erfolgreich zu sein. Und wir wissen aber, wie schwer das werden wird, weil ich schon auch Braunschweig aufgrund dessen, dass sie einen guten Kader haben, jetzt auch nochmal zwei neue bekommen haben, schon so einschätze, dass sie auch in der dritten Liga ein Wörtchen mitreden können. Wir machen weiter mit Babak Milani von der Bild-Zeitung. Moin, Herr Walter. Moin.
Was bedeutet Ihnen der Pokal grundsätzlich? War das immer etwas, was Sie elektrisiert, weil es eben eine K.O.-Runde ist und es eine Entscheidung am Ende des Spieles gibt? Und wie gehen Sie mit dem Pokal um? Wie wichtig ist Ihnen das? Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Ja, sowohl als auch. Also so wie Sie es jetzt ansprachen, ich finde, das ist ein geiler Wettbewerb. Ja, und ich finde es einfach schön, wenn man Do-or-Die-Spiele hat, wenn man auf Messerschneide ist und trotzdem noch am Ende gewinnen will und eine Runde weiterkommen will. Das stärkt auch die Sinne. Ja, das stärkt auch die Mannschaft nochmal in ihrem Tun. Und wir wollen immer gewinnen. Wir wollen uns immer verbessern. Wir wollen uns immer entwickeln. Und dafür sind solche Spiele auch gut. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, im Pokal uns messen zu dürfen mit Mannschaften, egal aus welcher Liga. Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen. Hallo Herr Walter. Moin. Braunschweig hat ja doch schon ein paar Probleme jetzt gehabt und wartet ja auch schon seit ein paar Monaten auf einen Heimsieg. Genau, Sie haben es gesagt, haben sich jetzt mit 2 oder 3 Spielern unter der Woche nochmal neu verstärkt. Aber so richtig in die Puschen kommen die ja eigentlich nicht zu Hause. Also ist der HSV schon der Favorit? Ja, aufgrund dessen, dass wir in der 2. Liga spielen und die in der 3. Liga. Aber aber im Pokal gibt es ja nicht unbedingt den Favoriten, weil der Pokal hat einfach diese Gesetze, dass auch kleinere oder von der Liga tiefer zugehörende Mannschaften auch erfolgreich sein können. Ja, und darüber vielleicht auch noch ein bisschen Geld partizipieren und einnehmen können. Deswegen gibt es für uns da keinen besonderen Favoriten auszumachen. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Aber nicht so in dem Maße, dass wir sagen, wir sind jetzt unbedingt der Favorit. Also wir wissen schon, dass Braunschweig vielleicht ein bisschen Probleme hat, aber trotzdem wissen wir um die Stärken des Vereins und der Mannschaft. Und wir wissen auch, dass wir gut sind. Und so fahren wir auch dahin. Stefan Walter vom Abendblatt hat nochmal eine Frage. Sie haben vorhin im Training Standards trainieren lassen. Das war ja auch einer Ihrer Kritikpunkte, sowohl nach Schalke als auch nach dem letzten Spiel gegen Dresden. Von außen sah es jetzt so aus, als werden Sie es wahrscheinlich noch ein, zwei Mal trainieren lassen die nächsten Wochen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Fortschritt Ihrer Mannschaft, was das Verteidigen von Standards betrifft? Nee, da ging es nicht um Standard. Das war klar ein Spiel, aber da geht es mehr darum, für sich zu sehen, ich will alles reinhauen, ich will diesen Ball wegverteidigen, ich will diesen Ball gewinnen, egal ob ich körperlich unterlegen bin oder nicht. Ich will nur, dass sie einfach sich reinhauen und auch selber sehen können, dass sie vielleicht auch als unterlegener Spieler rein von der Körpergröße kopfballstark sind und diese auch gewinnen können. Da geht es eher nur darum, diese Mentalität reinzubekommen und auch ein bisschen unser Kopfballspiel zu verbessern. Dann gehen wir nochmal zu Thomas Hörner von der Süddeutschen. Vor dem Pokalspiel wird ja erst noch ein neuer Präsident gewählt. Würden Sie sich freuen, wenn Marcel Janssen, also wenn das wirklich auch klappt dann mit Marcel Janssen, wonach es ja einigermaßen aussieht? Und wie war denn Ihr Kontakt bislang zu ihm? Also grundsätzlich konzentriere ich mich auf Eintracht Braunschweig. Ich weiß, dass morgen die Mitgliederversammlung ist, aber wie das genau aussieht und wie das genau da abgeht, ja, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentriere und da habe ich genug mit zu tun. Roland Kahl macht weiter. Ja, nochmal eine zweite Frage, danke. Amadou Onana ist ja nun weg, da hatten wir schon vergangene Woche drüber gesprochen. Ist natürlich auch mit einem weinenden und lachenden Auge aus Ihrer Sicht zu sehen. Es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, die eventuell noch auf der Verkaufsliste stehen. Insbesondere würde mich Klaus Jasula interessieren, welche Chancen hat er überhaupt bei Ihnen, auch natürlich, wenn er sich anbietet, in die Startelf zu kommen oder eine Option zu sein? Grundsätzlich hat jeder die Chance, eine Option für die Startelf zu sein, der bei uns im Kader steht, weil sonst wäre er nicht bei uns im Kader. Und solange sie da auch sind, solange haben sie die Chance, auch sich anzubieten im Training und dann dementsprechend auch aufzulaufen. Marco Scholz von Moin Volkspark. Hallo, Herr Walter. Moin. Würde es Ihrer Einstellung widersprechen, wenn Sie am Sonntag tatsächlich 3, 4, 5 Wechsel vornehmen, was Sie ja bisher nicht getan haben in der Liga,
Einfach um auch Spieler wieder die Chance zu geben, die sich jetzt in der Woche anbieten konnten und die vielleicht zuletzt nicht so viel Spielzeit hatten, um diese für den Ligabetrieb dann auch noch zu aktivieren? Oder sehen Sie darin ein Risiko, zu viel durcheinander zu wirbeln? Nee, ich sehe bei uns nie ein Risiko, weil die hinten dran sind, vielleicht gerade augenscheinlich im Moment genauso immer spielen können. Von daher sehe ich da überhaupt gar kein Risiko. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr und bedanke mich für das Interesse und dann sehen wir uns alle am Sonntag beziehungsweise hören uns dann am Sonntag in Braunschweig wieder. Bis dahin. Tschö.